Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 14. Ich nenne es jetzt nur noch Final Fantasy 14, das ist kürzlich. Wieder mit am Start der liebe nette Dynasty. Hallo. Nenn es doch F 1, 4. Und ich bin gerade auf dem Weg zu Dynasty, wie ihr das sehen könnt. Und jetzt können wir hier ein bisschen zusammen Action machen. Soll ich mit dir Action machen? Keine Ahnung, ich zeig gleich deinen Charakter, ich möchte nur den Wasserhexagon besiegen. Und da er ein Level über meiner Wenigkeit ist, wäre das auch von größter Vorzüglichkeit und Nettigkeit, wenn du da mal mitschlagen könntest. Bist du bei mir? Ja, ich stehe hinter dir. Aber ich mache gerade eine Quest und ich habe eine Erfolgssträhne. Also wirst du es wahrscheinlich verstehen können, dass ich die gerade nicht helfen kann. Du bist ein Sack. Digga, nicht so. Doch, Mann. KS. Guck mal, wie nett ich zu dir bin. Ach, als ob KS. Wie immer. Lass uns da. Was? Ich hab noch 17 Sekunden Glücksträhne. Ja, dann töte schnell einen Monster. Du bist Level 6, ich bin auch Level 6. Ja, ich bin noch Level 6. Aber hast du gesagt, ich bin Level über dir? Nein, mein Gegner war ein Level über mir. So. Was ist los mit dir? Red mal, wie ein Mensch. Nicht wie eine Kartoffel. Warte, ich möchte jetzt erstmal deinen Charakter vorstellen. Hallo. Du bist Level 7, du Sack. Jetzt bin ich eine Stufe über. Alter, du hast ja wirklich gar keine Hose an. Ja. Du hast eine Hose an, du hast nur keine Schuhe an. Das ist die Standardkleidung. Der hat so hohe Stiefel, die habe ich auch an. Hüpf. Je m'appelle Dynasty Malus. Du mich auch. Komm hier nicht so. Ey, netter Helm, den hätte ich auch gern. Helm des Lichtes, das war morgens so ein Bonus, den ich eingesackt habe. Natürlich. Aber der ist total schwach. Lass uns mal da hinten bitte ein paar Wasserhexagon hauen gehen. Darf ich die Quest eben abgeben? Habe ich hier auch eine Quest in der Stadt? Ja, gestresste Rekruten. Ganz schön stressig, diese Rekruten. Ja, ich habe mich in Steine verbackt. Bist du mir schon wieder gefolgt, oder? Nein, ich bin versehentlich idiotischerweise da reingegangen. Jetzt greift mich dieser Sumpfherzer an. Und da kommt mir ein Schokobo zu Hilfe. Wie kommt dein Schokobo zu Hilfe? Nein, ein Schokobo. Sehe ich doch nicht, warum. Ey, komm hier nicht hoch. Wenn mein Charakter ist zum blöd zum Springen oder ich zu doof zum Denken, suchst dir aus, was dir lieber ist. Er ist zu blöd zum Springen und du bist zu doof zum Denken? Lenken. Lenken. Hör mir doch mal zu. Das ist... Nicht in meiner Freizeit. So nicht, Freundchen, so nicht. Das ist voll schön, wenn du hier noch Quests hast. Das war mal KS, ey. Ja, aber ich brauche noch zwei davon. Lass mich raten, die spawnen sehr langsam. Nein, wenn du mir folgst, dann kann ich dir zeigen, wo wir noch mehr finden. Erstmal muss ich meinen Sumpf-Jason töten. Jason. Ja, jetzt kannst du mir folgen. Wo bist du? Da bist du. Ich bin Level 7. Wuhu. Ich vergesse öfters mal, dass es ja in diesem Spiel auch eine Karte gibt. Ja, das ist mir schon zu Genüge bewusst geworden. Ich komme hier nicht hoch. Möchte ich es nur anmerken. Jetzt werde ich von einer Schaudermilbe angegriffen, die Level 10 ist. Es wäre also sehr schön, wenn du innerhalb der nächsten 5 Sekunden mir den Hintern retten könntest. Oh, ich habe jetzt auch eine angegriffen, weil ich dachte, das ist die dich angreift. Das heißt, wir haben jetzt Aggro von 2. Nein, wenn du schnell genug wegrennst, dann verliert die dich. Ich heile mich mal. Das ist das Beste, was ich tun kann. Ich sag dir, wir haben Aggro von 2. Ja, das schaffen wir schon. Klar, schaffen wir noch. Nummer 1 ist ja schon Geschichte. Die Geschichte. Weil du machst einen Damage, der ist ja nicht mehr feierlich. Ich hab Freude dran. Ja, ich merke das. Ey, die geben sogar richtig ordentlich XP. 300. Hier unten sind denn übrigens zwei Wasserhexagon, die ich gerne killen möchte. Ich muss gerade ein paar Fliegen töten. Ach, ist dein Ernst. Kannst du mal mithelfen? Ja, ich bin hier runtergesprungen. Ich muss mich jetzt hier erst wieder hochglitschen. Glitsch. So. Erfolgssträhne. Du, deine Erfolgssträhne. Ja, die geben gut XP. Ja, du stirbst gleich, mein Freund. Ah, nicht.
Siehst du? Sag danke. Meine Bitch hat mich geheilt. Wenn ich deine Bitch. Genau. Das finde ich jetzt nicht so erfreulich. Hey. Nee, ich brauch noch einen. Wie ist der denn da runtergekommen? Hier sind sogar noch zwei. Ey, Meister. Ja. Was wird jetzt hier? Tod und Verderb, dann müssen wir sterben. Ja, du wirst sterben, mein Freund. Soweit ich den Wasserhexagon getötet habe, renne ich um mein Leben. Warum? Ach so, ich habe die ganze Zeit den Bärson angegriffen. Wow. Voll krass. So. Der ist schon weg. Jetzt gehe ich mal in die Stadt gucken, ob ich da noch eine Quest annehmen kann. Kommst du mit? Bleibst du hier? Was tust du? Ich gucke auch, ob ich irgendwas tun kann. Da ist gerade ein flammendes Pferdchen gelaufen. Was ist da los? Das bekommst du, wenn du den Boss Irfrid auf Götter des Zenit machst. Ach, das hast du das schon gemacht? Ja, natürlich. Warum hast du kein flammendes Pferdchen? Wenn ich das gemacht hätte, würde ich mich meines Lebens freuen. Okay. So, wir nehmen jetzt hier, ich nehme jetzt hier einfach zwei Quests an. So, ich muss einmal Sumpfpanzer. Ach so, die Quest hast du wahrscheinlich gerade gemacht. Die Jason gekillt. Exakt. Ja, dann werde ich das mal machen danach, nachdem ich die Rekruten hier gesucht habe. Hast du die Rekruten schon gesucht? Weißt du noch, wo die sitzen? Ich spreche gerade mit den letzten. Da steht, wo ich gerade stehe. Also, ich habe die ersten beiden easy gefunden und den musste ich eine Minute suchen. Na, siehst du, und so unterstützt man sich in diesem Spiel. Ich fange einen neuen Charakter an, damit du nicht so... Einsam, allein, frustriert, traurig, finster, ja, deprimiert bin. Ja, und so weiter. Ich finde den letzten nicht. Und du hast den easy gefunden, sagst du, ja. Ja. Der saß hier, wo ich gerade bin, oben am Ufer. Ufer. Ufer? Ufer. Ufer. Gib mir den Beat. Ich hab keinen Beat. Nee, der ist hier nicht. Dann hast du Arschkart. Ja, ich merk das schon. Muss mal alleine spielen, ist schon hart, ne? Ja. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ich muss alleine spielen. Oder? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Was soll ich tun? Alleine spielen. Naja, du sammelst gerade für mich die ganze... Oh, ich bin zu weit gelaufen. Ich sollte auch mal auf den Kreis achten, wo der ist. Ich wette, ich bin an den Nappel schon vorbeigelaufen. Nicht nur einmal. Naja. Aber mir fehlt auch nur noch ein... Nee, zwei Sumpfjahrenzorn musst du noch besiegen, da habe ich die Quest auch vollständig. Muss ich das? Das wäre äußerst glücklich von dir. Ist ja nur noch einer. Ich sagte, hier sitzt einer rum. Aber der wird mir nicht als Neuling angezeigt. Doch. Ach, da hinten. Wow, du gehst jetzt zu dem, den ich als allererstes und am einfachsten gefunden habe. Der allererste, der saß da genau gegenüber von der Person, die einen die Quest gegeben hat. Aber ich wollte gerade jemanden das Monster töten, weil ich dachte, du wärst das. Aber so schnell wie du bist. Boah, ich habe mich ein Jason getötet und habe die Quest trotzdem fertig. Easy. Traumhaft. Und meine Erfolgssträhne ging auch immer höher. So, 500 XP habe ich bekommen. Easy. Ja, hier. Nimm und lass mal in Ruhe. Lass mein Inventarplatz frei. Entschuldigung. Husten ist immer. Oh. Das Schlimmste beim Husten ist die Entschuldigung. Warum? Nervt. Das ist aber beim. So vorgegeben. Bei was? Im Knigge steht das drin. Es ist unhöflich zu husten, das heißt, man muss sich dafür entschuldigen. Wow, ist auch unhöflich zu atmen, oder was? Nein.
Dinge, steht da so drinnen, was kann ich denn dafür? Dinge, die vegetativ ablaufen, so, weißt du? Entschuldige dich dafür. Zum. Mein Schokomoppel ist, kann nicht hoch genug springen, um über den Zaun zu kommen. Okay. Schade. Ja, das finde ich auch. Ui, ui. Da ist Dynasty. Für dich immer noch Herr Dynasty. Hast du dich schon mit den Kristall hier harmonisiert? Natürlich. Gerade eben. Jetzt, wo du auf dem Weg dahin bist, meinst du? Ja. Wie war das mit dem Fall Damage? Hast du aber fast gar kein Fall Damage bekommen? Naja, ich bin auch mal gestorben, weil ich mit meinem Weißmagier irgendwo runtergesprungen bin. Aber dann ist mir eingefallen, mein Ninja bekommt ja weniger Fall Damage. Kollege, du bist den Tag aus einem riesigen Turm von ganz oben gesprungen und bist nicht mal gestorben dadurch. Ja, ich hatte noch 1 HP, aber das ist halt der Skill vom Ninja. Hab da so einen passiven Skill. Ja. Das ist ein ganz schön lamer Skill, ganz ehrlich. Quatsch, wo bist du jetzt schon wieder hin? Bin ich der Ninja oder du? Dass ich immer weg bin und du mich nicht findest. Ich weiß es noch nicht. Oh, Bernhard. Bernhard? Bernhard. Darf ich? Darf ich? Alter, kommen die Steine hier nicht hoch, du? Ich fange gleich an zu heulen, wenn das so weitergeht. Fetti, fetti, Schoki. Mann, jetzt kann der nicht mehr über diesen einen Stein laufen. Aber über einen zwei Stein? Die muss ich auch töten, das ist immer... recht angenehm, wenn wir das gleiche Ziel haben. Aber die muss ich gar nicht töten, die töte ich einfach nur, weil sie Level 10 sind. Gut, ich muss davon ein paar töten. Von Stefan Rösling? Der war gemein. Nicht, dass wir jetzt einen Strike kassieren dafür, für so eine Gemeinheit, die du da gesagt hast. Verstehe ich nicht. Ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Ich auch nicht, ich hab dir nicht zugehört. Achso. Ich brauche aber immer noch 2 Röslinge. Aber ein Glück kann ich ja quer über die halbe Map schießen. Sag nicht, du hast gerade einen anderen angegriffen. Doch. Aber du schaffst schon. Du bist ein starker, starker Boy. Weiß nicht, ob ich das schaffe. Wenn nicht, dann stirbst du halt. Ich belebe dich wieder. Ja, genau. Wäre schön, wenn du deinen Gegner schneller töten könntest und mir helfen könntest. Schön wär's, ist aber nicht drin. Ja, ich merk das. Alter, du machst einfach so viel mehr Damage als ich als Pekinger, das verstehe ich gar nicht. Tot. Ist mir Level 8. Kommando Ende des Lines erhalten. Ende des Lines, so rum. Bist du schon Level 30? Ja, aber ich das Bestarium farme. Spacko. Ja. Das ist ein Report, ey. Warum? Ist halt so. Warum greifst du die denn jetzt schon wieder an? Ich die gerne töte, die geben gut XP. Ja, aber so levelst du in diesem Spiel nicht so. Immer noch besser als gar nicht leveln. Außerdem, ich habe damals Conker gespielt und da gibt es keine Quests. Vielleicht gibt es die heutzutage da. Wahrscheinlich gibt es da mittlerweile Quests. Wo hoffst du es? Warum ist mir egal, als ob ich den Scheiß jemals wieder spiele. Schon genug Lebenszeit da rein investiert. War doch ein schönes Spiel. Genau, man hat sich mit Hüpfen fortbewegt. Warum konnte man nicht laufen? Doch, aber man war schneller, wenn man hüpfte. Ja, das klingt sinnig. Das war auf einer Ebene gar nicht so. Du verlässt dich schon ein bisschen darauf, dass ich dich irgendwann heile, oder? Warum? Ich habe Tränke. 50 Stück. Ja, aber warum hast du 50 Tränke? Weil du mir irgendwie 30 gegeben hast und ich noch irgendwelche habe davon. Ja gut, anstatt weniger. 30 plus ein paar benutzte sind 50, ja. Nee, das... Ich habe auch welche bekommen durch Quests und sowas. Ach so.
Guck mal, hier ist das, ist Handel und Reparaturen. Etwas reparieren lassen. Brauche ich nicht. Mal gucken, hast du einen schönen Bogen für mich? Das wäre doch mal was Interessantes. Du hast einen Bogen ab Level 15, 13 und 10. Schön, dass ich mich mit dir darüber unterhalten konnte. Okay. Früher oder später levelst du sowieso viel schneller als ich, weil du die ganzen Quests hier noch hast, die ich halt schon alle abgegrast habe, also 90% davon. Ich habe hier gar nichts mehr. Wir müssen aber mal gucken, dass... Ach nee, erst, nee, nicht Satascha, hier wollte ich gucken. Ab Stufe 10 können wir so ein Gildengeheiß machen. Das ist bestimmt lustig. Werden wir dann zu Super Saiyajins? Ja, bestimmt werden wir das. Das ist cool. Bin gerne Super Saiyajin. War ich schon. Ja, warst du schon lange nicht mehr, Janni, ist klar. Mal gucken, wo kann ich denn mein Bestiarium weitermachen? Tiefer Wald, grüner Zeher, tiefer Wald. Ich habe hier noch ein paar. Meister Eder. Meister Eder? Und du bist Meister Eder. Was? Was? Du sollst auch nicht trinken und Videos aufnehmen. Ich trinke nie wieder Alkohol, das verspreche ich dir. Okay. Bis morgen auf jeden Fall. Was? Heute kein Alkohol? Ja, heute gibt es keinen Grund zum Feiern. Wir haben Grund zum Feiern. Keiner kann mehr laufen. Und wir können noch laufen. Der ist Level 11, Alter. Und? Was ist zur Hölle ist los mit dir? Ich bin OP. Du bist nicht OP. Das Einzige, was mir Sorgen macht, ist, dass da noch eine kommt. Du regelst das schon, du bist... Ja, ja, ich merke schon. Okay, vielleicht sollten wir uns dann Damage erstmal auf eine konzentrieren. Ja, mir fällt auf, ich habe versehentlich die andere angelockt. Ich dachte, ich greife die an, gegen die du kämpfst und ja. Sowas passiert hier öfter, kann das sein? Ja, leider Gottes. Ja, weil dieser Bogenschütze, der ist mir halt neu. Ich weiß halt nicht, seine Reichweite ist anders. Normalerweise muss ich immer zu den Gegnern ranlaufen und die boxen. Und dann sagt mir das Spiel halt, Alter, du kannst den nicht schlagen. Komm, hier ist noch eine Schnecke. Ja, lass mich das mal heilen. Ich brauche noch zwei, um Level up zu machen. Wie, noch zwei? Du machst ja. Die einfach, du haust die echt einfach nur so? Ja. Na gut. Verstehe ich. Wie soll ich die denn sonst hauen? Na, keine Ahnung, durch eine Quest oder so. Tot. Du bist schon der Verb. Und direkt wieder 1644 XP, warum auch immer. Das ist so. Ja, wegen deinem Bestiarium wahrscheinlich. Okay. Weil jede Charakterklasse hat ein anderes Bestiarium. Was ist das denn? Erklär's mir. Das Bestiarium sind Gegner, die so komische gelbe Kreise über dem Kopf haben. Ach so. Das sind praktisch gesuchte Gegner, die du töten musst. Und dafür, wenn du dann, weiß ich, zum Beispiel vom Marienkäfer musste ich 4 Stück töten und hab dafür 75 Bonuserfahrung bekommen. Okay. Und aber wenn der Gegner so ein Dreieck neben den Namen hat, mit einem gelben Punkt? Für ein Dreieck? Keine Ahnung, aggressiv. Achso. Du stellst Fragen, Alter, die mich nie in meinem Leben interessiert haben. Naja. Ist ja, so. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle können wir eigentlich auch schon wieder den Part erst einmal beenden. Was? Ja. Warte, komm, wir machen mal hier kurz eine Rastpause. Wo bist du? Da bist du, okay. Dann mache ich jetzt einmal meinen Wink-Move. Wir bedanken uns für euer Zuschauen und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mitzuschaut. Ciao, ciao. Adieu. Willst du nicht auch winken? Ich bin zu doof für Emotes. Alles klar. Bis dahin.